Guten Morgen! Nachdem ich im ersten Teil grundsätzlich erklärt habe, wie die zwei Ebenen des Leids entstehen bzw. was die zwei Ebenen des Leids sind und wo der Unterschied zwischen echtem Leid und unechtem und selbstgenerierten Leid ist, kommt heute wie von euch gewünscht die biochemische Betrachtungsweise dazu. Wer den ersten allgemeinen Themen, den allgemeinen Teil zu den zwei Ebenen des Leids noch nicht gesehen hat, der findet oben in den Infokarten das entsprechende Video. Also beginnen wir heute. Wenn Leid entsteht, entweder echtes oder künstliches von uns selber hervorgerufenes, dann sind die Reaktionen im Körper sehr ähnlich wie diejenigen, wenn wir Schmerz spüren. Der Körper wird in Alarmbereitschaft gesetzt. Als erstes sendet der Thalamus, das ist die Relaisstation im Kopf, ein Wecksignal zum Hirnstamm, der seinerseits dann Noradrenalin durch das gesamte Gehirn jagt. Was das auslöst, da kommen wir gleich dazu. Erstmal die grundsätzlichen Reaktionen, die ersten Reaktionen, die ja dann im Folgenden dann ich dann noch zusammenführe. Also als zweites sendet das Nervensystem Signale zu Muskeln und Organen, die sich damit dann bereit machen für Flucht oder Kampf. Und als drittes werden ausgehend vom Hypothalamus, das ist die Region im Gehirn, wo die Sekrete im Körper gesteuert werden, also das sogenannte endokrine System, da werden die Stresshormone Epinephrin und Cortisol ausgeschüttet. Das Epinephrin, das erhöht den Herzschlag und ja, damit das Herz sozusagen mehr Blut befördern kann, erweitert die Pupillen, damit die Augen mehr Licht aufnehmen können. Und ihr seht, das ist alles ein Zeichen von Leistungsfähigkeit und wirklich Bereitsein, Flucht, ne, oder Kampf. Das schon angesprochene Noradrenalin aus dem Thalamus, das verlagert das Blut hin zu den größeren Muskelgruppen. In dieser Zeit erweitern sich auch die Bronchiolen der Lungen für einen erhöhten Gasaustausch, der quasi dafür sorgt, dass man noch leistungsfähiger wird und mehr Energie gewonnen werden kann. Wie die Energiegewinnung im Körper funktioniert und warum diese erhöhte Sauerstoffaufnahme ja, das katalysiert und wo auch der Unterschied zwischen aerober und anaerober Energiegewinnung ist, das habe ich euch bereits in einem anderen Video erklärt, findet ihr oben in den Infokarten. Also, dass neben dem Epinephrin ausgeschüttete Stresshormon Cortisol unterdrückt dazu noch das Immunsystem, um Entzündungsreaktionen zu verringern, die quasi in dem Moment nicht zwingend sind für so eine Notsituationen und die auch nicht gebraucht werden. Weiterhin fördert das Cortisol durch die Stimulierung der Amygdala, das ist auch ein Teil des Gehirns, welches als, kann man so sagen, Alarmglocke für emotional geladene Stimuli da ist, sage ich mal. Das stimuliert seinerseits auch die erneute Bildung von Cortisol, sodass Cortisol, dieses Stresshormon, quasi während der Stressphase immer sich selbst fördert. Ne? Nicht vergessen, da kommen wir nachher noch dazu. Die Fortpflanzung und deren körperliche Reaktionen, die werden genauso komplett ausgesetzt in den Zeiten vom Schmerz, vom Stress, vom Leid wie die Verdauung. Ja, da unter anderem die Speichelbildung und die Peristaltik ja, sich einfach verlangsamen. Jeder, der schon mal Leid erfahren hat, ich erinnere nur an den ersten Liebeskummer, der wird das kennen. Da ist keine Lust auf irgendwelche Sexualität oder Nahrungsaufnahme. Zumindest keine Sexualität mit dem ehemaligen Partner, jetzt beim Liebeskummer. Aber wenn man Leid spürt, dann möchte man nicht ficken und dann möchte man nicht essen. Normalerweise. Ja, gut. Während also im Körper, das, ich habe jetzt gerade überlegt, es muss bei mir schon sehr großes Leid sein, damit ich Ersteres nicht möchte. Aber egal, ich habe nicht Thema jetzt. Also, wir sind ja hier ich habe ja jetzt hier wissenschaftliches Auditorium, da müssen wir mal fachlich korrekt bleiben. Also, während im Körper das endokrine System, also die Drüsen und auch das limbische System ansteigen, nimmt die Dominanz des präfrontalen Kortex, also den Teil des Hirns, den wir haben im Hirn, der verbunden ist mit Bewusstheit und ja, mit der Kontrolle des eigenen Handelns, der nimmt ab. Wir switchen also langsam in den Autopilot-Modus. Diese Reaktionen waren in unserer ja, rauen Vorzeit, sage ich mal, absolut lebensnotwendig und sehr, sehr wichtig, weil man handelt schneller als man denkt. Ne? Aber heutzutage haben wir so gut wie nie diese Situation, Flucht oder Kampf, ne? Also im Alltag. Aber die zweite Ebene des Leids, also das selbstgenerierte Leid aufgrund von Gedanken, die wir mit einer Situation verbinden, die an sich kein Leid bedeutet, das ruft aber eben genau diese Reaktion hervor, die ich bisher dargestellt habe. Und dann ist man in diesem Flucht- oder Kampfmodus, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Und
Das ist aber die Realität von heute. Wir sind quasi dauergestresst und unsere körpereigenen Alarmglocken, die Amygdala, die bimmeln fast den ganzen Tag. Aber dieser Zustand der permanenten Erregung hat auch körperliche Konsequenzen. Die chronische Stimulation des synaptischen Nervensystems und der damit zusammenhängenden Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, also das, was ich euch oben aufgezeigt habe, das führt dann zum Beispiel zu gastrointestinalen Problemen wie Geschwüre oder Dickdarmentzündung, Reizdarm, Durchfall oder Verstopfung. Je nachdem, das führt zu immunologischen Problemen, also wie eine erhöhte Anfälligkeit für Erkältungen und Grippe, ne, Prinz lässt grüßen, aber auch ernsthafte Entzündungen. Auch Arterienverkalkung und Herzinfarkte werden durch die permanente Erregung katalysiert. Und natürlich offensichtlich bei den permanenten Ausschütten von Hormonen wird auch das endokrine System in Mitleidenschaft gezogen. Und damit kommt es dann häufiger zu Problemen, die damit in Verbindung stehen, wie Typ 2 Diabetes oder prämenstruales Syndrom, also Schmerzen vor der Regel bei Frauen, oder Erektionsstörungen bei Mann und generell eine niedrige Libido. Und leider ist das noch nicht alles. Denn neben den körperlichen Folgen dieses dauernden Stresses kommt es auch zu geistigen Folgen. Eine davon ist die Angst. Denn die wiederholte Aktivität des synaptischen Nervensystems im Zusammenhang mit diesem Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, das ist genau die beiden Sachen, das erhöht die Reaktivität der Amygdala, also den Teil des Gehirns, der die emotionale Alarmglocke darstellt. Sie schrillt also immer schneller, sie wird immer reaktiver, wo immer weniger genügt, um sie zum Schrillen zu bringen, was wiederum dann die Aktivität des synaptischen Nervensystems erhöht und so weiter. Das bedeutet, man ist quasi schneller und bald permanent in einer Angst, wenn durch Zustände, die in der Vergangenheit Stress ausgelöst haben, diese quasi dann wieder aktiviert werden. Und es braucht dann eben nicht mehr so viel, weil sie immer wieder auf das Prinzip der neuronalen Netze, das kennt ihr ja. Das nennt man im Übrigen Zustandsangst, wenn sozusagen ein Zustand generiert wird und davor hatte man schlechte Erfahrungen gemacht, hat Angst und dann kommt der Zustand wieder. Dann wird das neuronale Netz aktiviert und dann kommt man schneller zur Angst. Weiterhin bildet die Amygdala, die auf negative Stimuli quasi sensibilisiert ist, sogenannte implizite Erinnerungen, also Spuren von Erfahrungen, die man nicht bewusst aufgenommen hat, die aufgrund des permanenten Stresses dann auch eine Eigenschaftsangst katalysieren können. Das ist also im Gegensatz zur erwähnten Zustandsangst eine Angst, die nicht bestimmte Zustände bedarf oder Situationen braucht, um ausgelöst zu werden, sondern die quasi einfach so kommen und man weiß nicht, woher sie kommen, weil sie halt im Unterbewusstsein liegen. Ne? Dazu kommt, dass der Hippocampus quasi mal unwissenschaftlich ausgedrückt verschleißt wird. Der Teil des Gehirns, der speichert, was tatsächlich passiert ist. Das heißt, ihr realisiert nicht mehr, was wirklich passiert ist in dem Maße. Wahnvorstellungen und auch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, das sind dann auch die Folge von Stress, von Leid. Aber nicht nur die Angst, sondern auch Depressionen werden durch Stress ganz stark katalysiert, da eine Verringerung von Dopamin, Serotonin, die Folge aufgrund in diesem Zusammenhang erwähnenswerter vermehrter Glukokortikoide sind. Man sieht also, auf breiter Front schwächt Stress den ganzen Körper und da müssen wir ganz wirklich ganz doll unterscheiden, wann dieses wirkliche Leid auftaucht und damit gesunder Stress entsteht, der lebenswichtig ist, und wann wir eben das Leid selber durch unser Denken generieren, und damit sind wir dann wieder bei der zweiten Ebene des Leids und wieder dem ersten Teil dieser Mini-Videoreihe. Wie gesagt, oben in den Infokarten ist der erste Teil zu finden, der also nichts Biochemisches enthält, sondern einfach nur verständnismäßig, wie dieses Leid generiert wird und wie ihr das vermeidet. Also achtet wirklich darauf, wenn ihr leidet, ob ihr wirklich leidet, ne? Ob das Leid ein echtes Leid ist, wofür es sich lohnt, auch den Körper unter Strom zu setzen. Über kurz oder lang fällt euch so eine permanente Aktivierung durch permanenten Stress wieder auf die Füße und schadet eure Gesundheit. Ne? Also ich wünsche euch einen leidfreien und auch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr euch was mitnehmen konntet. Das soll's gewesen sein. Macht's gut. Tschüss.